So, meine lieben Zwergenfreunde, willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Ich habe zwei Sachen anzumerken. Also erstmal habe ich auf eine neue Version geupdatet, was man sehr schön hier ein bisschen sehen kann. Also hier unten wird jetzt angezeigt, dass es regnet. Wir sehen das Datum. Also es ist der 8.1. im Jahr 127. Und hier unten sind noch Anzeigen, von denen ich nicht weiß, was sie zu bedeuten haben. Das war so das Erste, was ich kurz sagen wollte. Das Zweite, wir haben ja in der letzten Folge eine riesige Migrantenwelle bekommen. Und den habe ich jetzt mal allen Jobs zugewiesen. Also ja, mein Weapon und mein Armorer, die blinken beide, weil sie schon in etwas Meister sind, und zwar im Mining. Mein General, der ist ja nicht neu. Wir haben einen Holzverarbeiter, also einen Carpenter und Boyer. Einen Edelsteinverarbeiter, der noch nichts zu tun hat. Genauso wie der Stoffverarbeiter und der Glas- und der Lederverarbeiter, die wir hier jetzt haben. Aber die können diese Jobs halt, deswegen habe ich sie schon mal zugewiesen für später. Ich habe unserem Mason, also den wir am Anfang dabei hatten, dem ich den Mason-Job gegeben habe, mal umbenannt den Mason, damit man es auch sehen kann. Die Stonecrafter, zwei Stück, habe ich als Stone benannt. Wir haben zwei Fischer. Meine Armbrustschützen, die ersten, habe ich alle mal X-Bow genannt. Howler, das sind jetzt die meisten hier, sind einfach nur Leute, die Sachen rumschleppen, also für sonst nichts gut sind. Köche haben wir jetzt zwei Stück, genauso wie Braumeister. Wir haben sogar einen Farmer irgendwo hier versteckt. Also der ist gezielt nur damit beschäftigt, die Farm oben am Laufen zu halten, zusammen mit dem Braumeister und dem Koch, den wir zusammen mitgenommen haben. Ah, da unten ist der Farmer, genau. Wir haben einen Haufen Kinder. Was haben wir an Animals? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Ein Wildschwein. Ein zahmes Kätzchen. Naja. Ein Häschen. Ein Polt, was auch immer das ist. Und wir haben noch eine Katze. Ach Gott, Mühe. Können wir mal kurz in die Küche gehen? Nee, halt zu den. Oh, doch, gucken wir mal kurz in die Küche. Plump-Helmets werden noch verbraut. Zwergenwein haben wir noch genug. Wir haben ein bisschen was zum Verkochen. Aber wir haben Tiere. Okay, Katze gehört jemandem. Das Kätzchen hier unten auch. Die haben wenigstens, wie man hier sieht, an dem Sack dasselbe Geschlecht. Sie sind nämlich beide männlich. Gott sei Dank. Also können sich die beiden schon mal nicht paaren. Hatten wir noch mal Glück. Was haben wir denn hier, was wir verschlachten könnten? Eigentlich noch nichts, weil alles noch Jungtiere sind. Die sollten wir aber auf jeden Fall mal... Kuh. Hier müsste doch irgendwo eine Zone sein. Oder kann ich die mit I kann ich Zonen aufrufen? Genau. Penpage, bla bla bla, mit N. Weiß ich mal, das Donkey Foam, Kuhkalb, Goat Kid, also Ziegen, Junges und das Jackkalb hier dem Ding zu. Die anderen Haustiere, die jemandem gehören, die sollen einfach mal machen, was sie wollen. Währenddessen gucken wir mal kurz, was der Mechanics Workshop so sagt. Und ja, man sieht auch hier, der Untergrund sieht ganz anders aus. Das kommt von den Einstellungen her. Hm? Ja, Rock Crystal. Oh, sieht ein bisschen anders aus, aber hier können wir kaum den Unterschied zwischen Silty Clay und dem Gabbro Caverns sehen. Das können wir nur an der Mauer vermuten. Mal gucken, ob ich das nicht noch irgendwie einstellen kann, dass die wenigstens ein bisschen anders hervorgehoben sind. Wie gesagt, ich habe jetzt auf die neueste Version geupdatet.
wie möglich ist. Oh, und ein Carpenters Workshop wurde gebaut. Ah ja, hier sind die Gebäude. Masons Workshop, Crafts Dwarf. Carpenter, Boya. Okay, wird alles gebaut, aber wir brauchen jetzt einen Workshop. Und zwar den Mechanik, genau. Weil der Mechanik stellt uns, wie soll es auch anders sein, Mechanismen her. Deswegen brauchen wir den ganz dringend, weil sonst ist unsere Brücke hier oben recht nutzlos. So, aber während wir auf den warten, geben wir schon mal einen neuen. Also erstmal will ich das ganze Zeug hier weggeräumt haben, weil hier liegen noch die ganzen Überreste rum. Ja, hauptsächlich Shells und da liegt ein Donkey-Skelett. Deswegen mal kurz auf den Refuse. No Jobs Selected. Oh, das ist auch neu. Hm? Refuse, was nimmst du denn alles an? Du nimmst eigentlich alles an. Zone. Ups, I ist Zone. Place eine Zone hier. Und zwar braucht die auch nur ein Feld groß sein. Das ist nämlich eine Garbage Dump. So. Und dann sagen wir über Designations normalerweise. Frag mich nicht, warum jetzt gerade das SoundSense keine Musik mehr abspielt. Das muss ich nachher mal gucken. Das SoundSense funktioniert nämlich in der Version auch ein bisschen anders. Doch, normalerweise über Designations. Dann machen wir es einfach so. Genau, mit D-Dump. Den können wir nicht dumpen, aber das können wir alles dumpen. So. Und jetzt werden sich ein paar Zwerge hoffentlich angesprochen fühlen und das Zeug woanders hinbringen. Oder auch nicht. Nein, die gammeln alle hier rum. Nebenbei. Diese Zone mal kann removed werden. Nö, oder doch nicht. Noch nicht. Und es ist passiert, was ich befürchtet habe. Was ich gehofft habe, dass es so schnell passiert. Nämlich unser... Nämlich mein Quarfsdwarf hat einen Workshop geclaimed. Also er ist von einem Mut besessen. Und jetzt, genau. Possessed by Unknown Forces. Also er ist von irgendeiner höheren Macht besessen. Und irgendwo können wir... Mit Z sein Status? Nein. Preferences? Nö. Strange Mood. Irgendwie können wir ja. Kann man normalerweise sehen, aber okay, er rennt erstmal los und besorgt sich Sachen. Und während er sich die Sachen besorgt, gucken wir mal kurz, ob unsere Stills noch arbeiten. Also eine tut's noch, die andere könnte auch noch arbeiten, genau. So. Okay, er holt sich schon mal Sachen. Was bist du da eigentlich? Du siehst komisch aus. Achso, du bist Mechanik. Okay, wie man sehen kann, der Mason-Zwerg holt sich Sachen und schleppt sie zum Quarfstorf-Workshop. Übrigens unten links nett zu sehen,
Wir haben jetzt auch einen Mouse-Over und können genau sehen, was da liegt, einfach indem wir mit der Maus drüber fahren. Wir müssen nicht mehr mit dem K-Cursor drüber. Ah, sehr schön. Und er hat alles bekommen, was er braucht. Ja, Entschuldigung, ich war jetzt gerade erstmal ein bisschen im Panikmodus, weil so ein Strange Mood ist auf der einen Seite eine tolle Sache, warum erkläre ich gleich, auf der anderen Seite kann es aber auch die größte Katastrophe sein. Und zwar, er ist von einer höheren Macht besessen, die ihm einen Geistesblitz verschafft hat. So, und durch diesen Geistesblitz ist er jetzt so besessen, dass er irgendein Artefakt herstellt. Dabei holt er sich einen Haufen Zeug aus meinem vor und fängt dann irgendwann an zu arbeiten. Das Problem ist, wenn er nicht alles kriegt, was er braucht, wartet er im Workshop darauf, dass er es kriegt. Und irgendwann hat er keine Geduld mehr und dreht durch. Aber in dem Fall hatten wir noch Glück und er fängt einfach an zu schaffen. So, nächster Schritt wäre, hier Tables aufzustellen, damit wir... Oh, wir können das jetzt mit der Maus machen. Genau, Gabbro-Table. Einfach hier ein paar Tables aufstellen. Wir müssten ja, glaube ich, 10 Stück haben. Nö, wir haben noch keine 10 Stück, weil er noch im Mut ist. Haben wir Chairs? Nein, haben wir nicht. Gut. Und ein Kea ist bei uns eingedrungen und hat eine Pond Turtle gestohlen. Zoom to Location können wir nicht. Wir können Search. Nö. Achso, das ist Nachrichten überblicken. So. Unsere Tische sind aufgestellt. Jetzt können wir hier ein Dining Room draus machen. Und zwar aus dem gesamten Raum machen wir ein Dining Room jetzt. Und zwar, wie man sehen kann, wird der Dining Room nur durch die Mauern abgegrenzt. Also größer geht's nicht. So, Dining Room. Und wir machen aus dem Ganzen auch eine Meeting Hall. Damit sich die Zwerge, wenn sie nichts zu tun haben, hier oben treffen können und wir diese Zone hier abreißen können. So. Der Zwerg hier müsste jetzt schaffen. Und es stehen sogar noch einige Informationen hier. Also, das Gebäude wurde besetzt, also der Workshop von unserem Mason. Und er murmelt dauernd Oburab. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass das Artefakt etwas mit Oburab zu tun hat. So, aber ich habe gerade gesehen, wir haben hier jetzt schon einige Mechanismen rumfahren. Übrigens sollte ich dem Ding hier mal ein paar Bins zuweisen, so viele wie möglich. Und da wir Holz haben, mal kurz in den Jobmanager gehen und ein paar Bins herstellen. Wooden Bins, 30 Stück. So. Gut. Die Leute machen sich's in der Dining Hall gemütlich. Oh, it's completed. I've made an amazing artifact. Ja, das ist toll an Soundsets, weil das, was gerade an Sprachausgabe gekommen ist, also dass unser Mason ein unglaubliches Artefakt gemacht hat, kam vom Soundsets. Und ja, hier steht es, er hat Oburab kreiert, ein Gabbro-Amulett. Und das können wir uns anschauen. Mal kurz gucken. Irgendwo Status? Nein, Justice. Nö. Justice kommt später mal. Artifacts ist L. Und wir haben Oburab Heroic Glowed. Gabbro-Amulett. Ist verdammt viel wert.
Und ja, hier ist der super tolle Text. This is a Gabbro Amulett, also das ist ein Amulett aus Gabbro. Es ist von höchster Qualität. Es ist umrandet mit Gabbro Cabochons und dekoriert mit Pferdeleder. Es ist verziert mit hängenden Ringen aus Rockkristall und Menaces mit Stacheln aus Gabbro. Und auf dem Gegenstand ist ein Bild von einer Wurzel, einer Heidwurzel in Gabbro. Ja, das war noch nicht das verrückteste Artefakt, was wir bekommen haben. Aber es hat auf jeden Fall einen kleinen Vorteil gehabt, dass er jetzt diesen Tantrum, nicht diesen Tantrum, Tantrum ist was anderes, diesen Mut hatte. Und zwar V, View Units, hat er jetzt